Willkommen in München. Wir von T3N haben uns für euch auf den Weg in die bayerische Hauptstadt gemacht, um das Logistik-Startup Magazzino zu besuchen. Magazzino baut Toro, einen Logistikroboter, der dein Paket aus dem Regal nimmt und versandfertig macht. Der Roboter übernimmt die Rolle eines sogenannten Pickers. Das ist ein Mitarbeiter, der die Bestellung aus dem Regal holt. Wir haben Toro und seine Entwickler dabei mit einer 360-Grad-Kamera verfolgt. Es lohnt sich, wenn du dich im Film richtig umschaust, denn viele Informationen wirst du nicht beim ersten Mal erkennen. Auf 2 Etagen im Münchner Gewerbehof Leim arbeiten die über 50 Mitarbeiter des jungen Unternehmens. Geschäftsführer Frederik Brandner erklärt uns nun, warum das Startup ausgerechnet einen Logistikroboter baut. Roboter kennt man seit 20 Jahren. In der Automobilwerk machen die immer die gleichen Schweißpunkte. Das machen die zuverlässig, das machen die schnell, das machen die sehr wiederholgenau. Aber alle Änderungen, die dabei passieren, beispielsweise ein Auto, das andersrum drin stände, da wäre der Roboter aufgeschmissen. Und genau hier kommt unsere neue Robotik ins Spiel. Das heißt, Roboter, die selbst denken können und auch sehen, das Auge durch die Welt fahren. Das heißt, die Roboter sind in der Lage, irgendwo hinzufahren, etwas zu erkennen, ein Objekt richtig zu greifen und in dem Moment eine Entscheidung zu treffen, was sie zu tun haben. Und das ist der riesige Wandel, der zurzeit stattfindet. Das ist das Testregal von Magazzino. Es ist kein Zufall, dass die Objekte alle quaderartig sind, denn Toro kann nichts Rundes greifen. Das Testregal ist eher ein Demonstrationsobjekt. Wie Regale in einer echten Logistikhalle aussehen, das zeigen wir dir später. Ein Objekt, das der Roboter erkennen soll, muss erst genau vermessen werden. Hier siehst du den Kreuzlaser, wie er Gegenstände vermisst. Der Logistikroboter lernt immer dazu, indem er neue Objekte identifiziert, um diese auch greifen zu können. Dazu hat Magazzino diese Testanlage eingerichtet. Der Roboter befindet sich aber bereits bei der Firma Siegloch Distribution in Blaufelden im Testeinsatz. Johannes Braun, Leiter Operations der Firma Siegloch, zeigt uns Toro nun im Testbetrieb. Mein Name ist Johannes Braun. Ich bin der Leiter Operations in der Siegloch Distribution. Die Siegloch Distribution wurde gegründet aus der Siegloch Buchbinderei, die eine über 130-jährige Tradition hat. Wir sind seit ca. 25 Jahren hier am Standort in Blaufelden und haben uns in dieser Zeit zu einem der führenden Logistikdienstleister in Deutschland entwickelt. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der Buchdistribution. Wir haben aber in den letzten Jahren auch Kunden außerhalb der Buchdistribution gewonnen, Schwerpunkt hier auch im Bereich vom Webshop und E-Commerce. Die Entwicklung in diesem Bereich geht in den letzten Jahren immer mehr zur Kleinteiligkeit hin. Das heißt, die Bestellungen werden kleinteiliger und die Artikelvielzahl nimmt immer mehr zu. Wir versuchen dies in unseren Logistiksystemen sinnvoll abzubilden und auch wirtschaftlich darzustellen. Toro kann zielgenau ein einzelnes Objekt greifen. Der Roboter kann wie erwähnt nur quaderförmige Objekte greifen. Von einem kleinen Taschenbuch über einen Schuhkarton bis zu einem schweren Lexikon. Anschließend packt der Roboter das gegriffene Objekt zum Zwischenlagern in sein verbautes Regal und bringt es direkt zur Versandstation. Jetzt ist das Paket im Roboter verstaut und Toro fährt zum Regal, wo Mitarbeiter die einzelnen Bestellungen in einen Versandkarton legen. Nun liegt das Paket auf dem Fließband und wird zur Adressierungsanlage transportiert. Bei der Adressierungsanlage klebt nun eine Mitarbeiterin die Adresse auf den Karton und das Paket fährt weiter zur Abwicklungsanlage. Hier arbeiten Roboter und Mensch Hand in Hand.
Toro ist bislang nur eine Ergänzung für menschliche Arbeit. Die eigentliche Pickarbeit wird wohl voraussichtlich auch nur für sehr schweres oder schwer erreichbare Bestellungen verwendet. Denn bei der Fahrt durch die Regale soll er mit anderen Mitarbeitern kooperieren können. Das Paket ist jetzt versandfertig und kann verladen werden. Es wird auf der Straße oder per Schiene transportiert. Im nächsten Teil unserer 360-Grad-Doku nehmen wir dich nach Nürnberg mit und zeigen dir einen der größten Rangierbahnhöfe der Welt –